بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Wir machen weiter inshallah ta'ala mit Ayah 89. Und als ein Buch, nämlich der Koran, von Allah zu ihnen kam, bestätigend, was ihnen unter anderem über die Eigenschaften des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Tora bereits vorlag, und zuvor hatten sie doch Allah um den Sieg, 88? Das hatten wir vorhin. Ja, und sie sagen zur Rechtfertigung, unsere Herzen sind verhüllt. Ja. Also nochmal. Und als ein Buch, nämlich der Koran, von Allah zu ihnen kam, bestätigend, was ihnen unter anderem über die Eigenschaften des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Tora bereits vorlag, und zuvor hatten sie doch Allah um den Sieg über die götzendienerischen Ungläubigen angefleht. Als nun Muhammad mit dem Koran, zu ihnen kam, was sie ja bereits zuvor wussten, da glaubten sie ihm nicht. Darum lastete der Fluch Allahs auf denen, die den Glauben an Allah und seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam trotz besseren Wissens verweigern. Die Kinder bitte, setzt euch bitte hin und seid bitte leise, barakallahu fikum. Also, Allah Azza wa Jal erklärt noch einmal, dass die Juden kein Recht haben, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu leugnen, sondern dass sie eben an ihn glauben sollen, weil alles im Koran über ihn, entschuldigt, in der Tora, vieles über ihn steht, sodass sie genau wussten, dass er der Gesandte Allahs ist. Auch hier wieder, was heißt das für uns? Al-Quran kommt zu dir. Du liest Al-Quran, du liest die Ayat oder auch die Sunna. Jeder von uns sagt sich zum Beispiel, Wallah, wenn ich mehr lernen würde, wenn ich mehr dies machen könnte. Okay, Allah Azza wa Jal hat dir jetzt die Möglichkeit gegeben. Und ändert sich was an deinem Leben? Jemand sagt, Wallah, guck mal, wenn ich... zum Beispiel, es gibt Orte, da gibt es keine Vorträge, okay? So, und jetzt kommt ein Vortrag. Und gehst du dann hin? Ah, ich habe keine Zeit, bitteschön. Das ist das gleiche Spiel. Das ist das gleiche Spiel. Du wünschst dir was, die Juden haben sich gesagt, die haben sich gefreut, ja, also auf den nächsten Propheten, sie erwarten ja einen. Dann war es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitteschön, da ist er doch. Nee, machen wir doch nicht. Und dieses, ich warte auf eine Sache, damit ich Allah näher komme, bitteschön, ich warte auf Ramadan. Jetzt ist Ramadan da und wie sieht's aus? Ah, ich kann doch nicht so viel machen. Corona, da konnten wir nicht in die Moscheen. Möge Allah uns vor solchen Sachen bewahren. Dann die Moschee wurde wieder geöffnet, man kann. Und kommst du jetzt regelmäßig? Nein, komme ich nicht. Diese Einstellung ist etwas Gefährliches. Denn dann wird Allah dir die Gaben entziehen. Er sagt dir, bitteschön. Willst nicht? Tschüss. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala die Gaben entziehen. Die Fußnote 47, haben wir das gesehen? Nee. Da heißt es, wenn der ihnen in der Tora angekündigte Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, kommen würde, so sagten sie, würden sie gewiss an ihn glauben und damit über die Götzendiener siegen. Für die Juden ist ja der Messias noch nicht gekommen. Also sie warten ja auf den Messias, auf einen Propheten. Ja? Das ist weder Jesus, noch ist es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja? Ayah 90. Übel ist das, wofür sie ihre eigenen Seelen verkauft haben, indem sie leugneten, was Allah herabsandte, einzig aus Ungerechtigkeit und Neid. Weil Allah seine Gnade gewährt, wem seiner Diener auch immer er will. So verdienen sie Zorn über Zorn von Allah, möge Allah uns davor bewahren, wegen ihrer Leugnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam und wegen der Fälschung der Tora, und den Ungläubigen steht eine erniedrigende Qual bevor. Also Allah sagt hier, warum haben sie den Propheten abgelehnt? Ja, weil er kein Israeliter ist. Er gehört nicht zu den Kindern Israels, sondern zu den Kindern Ismails. Obwohl es ja, also Israel ist ja Jakub, a.s. So, und sein Vater ist Ishaq.
Und Ishaq ist der Bruder von Ismail. Normalerweise verwandt, oder nicht? Aber die Juden haben gesagt, nein, der muss von unserer Linie kommen. Er muss ein Enkelkind von Israel, also Jakob, sein. Da er nun ein Enkelkind von Ismail ist, haben sie ihn abgelehnt. Was heißt das für mich? Wenn die Wahrheit kommt, egal von wem, nimm sie an. Der ist viel jünger als ich und weiter. Der ist kein Gelehrter, aber er hat ja einen Ratschlag gegeben und dieser Ratschlag stimmt. Es ist ja nicht so, dass er falsch liegt. Er hat gesagt, Habibi, guck mal, Bruder, wie wär's dies und jetzt? Hallo, ich bin hier, der Vorträge macht und nicht du. A'udhu billah. Möge Allah uns davor bewahren. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, möglicherweise überbringt jemand Wissen an einen, der weniger, also bekommt jemand Wissen von jemandem, der weniger Wissen hat. Du hast Wissen, der andere, der dir jetzt eine Nasiha gibt, hat weniger Wissen, aber trotzdem heißt das nicht, dass du dieses ablehnen sollst. Ja? Oder also irgendwelche Ausreden oder ein Nefs, die Seele, warum er, warum nicht ich? Das war das Problem damals zur Zeit der Juden, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dieses Verhalten, ich nehme die Wahrheit nicht an, weil die Person mir nicht passt. Ich weiß, die Wahrheit ist richtig, aber die Person passt mir, dieser Übermittler passt mir nicht. Nicht aus religiösen Gründen, einfach so aus Inneren. Ja? Das ist eine gewaltige Katastrophe. Besonders, wenn es in der Dauer ist. Warum hat der Prediger jetzt das, macht einen Vortrag und nicht ich? Allah musta'an. Möge Allah uns recht leiten. Al-Ikhlas ist sehr wichtig, liebe Geschwister. Al-Ikhlas, du sollst dich freuen, dass ein anderer das macht. In den Moscheen auch sehr oft, also das ist leider Programm in jeder Moschee. Streit, wer macht Adhan? Zum Beispiel. Ah, ich mach, du mach, na, da, und, a'udhu billah. Sei doch froh, du kriegst doch den Lohn. Bruder, bitteschön, mach du Adhan. Das heißt jetzt nicht, dass es zum Chaos kommt, ja. Aber noch einmal, Ikhlas, Aufrichtigkeit im Verhalten. 91, und wenn zu ihnen gesagt wird, glaubt an das, was Allah zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinabgesandt hat, entgegnen sie, wir glauben an das, was zu uns herabgesandt wurde, und leugnen das, was danach kam, obwohl es das Buch des Koran, also das Buch des Koran, die Wahrheit ist und bestätigt, was sich in Form der Tora bereits bei ihnen befindet. Sag, o Gesandter Allahs, warum habt ihr dann die Propheten Allahs einst getötet, wenn ihr doch glaubt, dass sie die Wahrheit brachten? Die Juden damals haben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, wir haben unsere Tora, wir brauchen dich nicht. Wir brauchen nicht den Koran. Und erstens, in der Tora steht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen wird. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wo liegt denn bitte schon das Problem, dass Allah Azza wa Jal ein neues Buch offenbart, solange er nicht gesagt hat, es ist das letzte Buch. Nicht, dass jemand kommt und sagt, ja, dann mach doch weiter. Dann lass doch auch zu, dass nach dem Koran eine Offenbarung kommt oder nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Prophet kommt. Ja, Sekunde. Allah hat gesagt, jetzt ist Schluss. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam ist der letzte Prophet. Al-Quran ist das letzte Buch. Aber das hat er bei der Tora nicht gesagt. Er hat denen nicht gesagt, die Tora ist das letzte Buch oder das Evangelium ist das letzte Buch. Also, wo liegt das Problem? Also, erwähnt Allah Azza wa Jal diesen Einwand, dieses Scheinargument. Und das, liebe Geschwister, gibt es heute noch bei Islamkritikern. Wie kann es sein, dass Allah Gebote aufhebt? Das Thema der Abrogation. An-Naskh. Einige kommen heute und sagen, nee, das kann nicht sein. Allah Azza wa Jal hebt keine Gebote auf. Warum? Weil, das haben auch die Juden damals gesagt, das würde ja heißen, er lag falsch, subhanahu wa ta'ala, und korrigiert sich. Was ist das für ein Quatsch?
Allah lag nicht falsch, die Menschen waren nicht bereit. Das ist wieder was anderes. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel Alkoholverbot, vorher war es erlaubt und mit der Zeit hat das dann verboten. Wie unvernünftig muss man sein, dass man sagt, ah, guck mal, Allah korrigiert sich, hasha lillah subhanahu wa ta'ala. Der Mensch war nicht bereit. Die Gesellschaft war nicht bereit. Hat doch gar nichts mit der Unwissenheit Allahs zu tun. Hasha lillah, dass er unwissend ist. Sondern Allah hebt die Gebote auf, weil die Gesellschaft dies benötigt. Weil noch einmal, und das werden wir noch sehen, auch in Surat al-Baqarah, man dann sagt, min ayatin aw nunsiha na'ti bi ghayrin minha aw mithliha, also was wir aufheben, also an Ayat, oder in Vergessenheit geraten lassen, man dann sagt, min ayatin aw nunsiha na'ti bi ghayrin minha aw mithliha, so werden wir bessere Verse offenbaren oder gleichwertige. Warum hat das Allah erwähnt? Ja, eben, weil die Juden gesagt haben, guck mal, was ist das hier, ein Gott, der sich korrigiert. Hasha lillahi tabaraka wa ta'ala. Also, Allah subhanahu wa ta'ala erklärt hier, dass dieser Einwand der Juden, wir haben unsere Tora, wir brauchen nichts, dass dieser nicht stimmt. Besonders, weil die Juden ja gar nicht mehr das Original besitzen. Ich meine, selbst wenn sie das Original besitzen würden, spricht nichts dagegen, dass es ein neues Buch gibt. Und jetzt, schon damals zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, haben sie ja gar nicht erst das Original gehabt. Wie kannst du dann sagen, nee, ich habe meine Tora? Ja, welche Tora denn? Es gibt keine Überlieferungskette, wie sie beim Koran vorhanden ist, bei der Tora oder beim Evangelium. Die können nicht sagen, der hat überliefert, dass der überliefert hat, dass der überliefert hat, dass Musa a.s. sagt. So etwas gibt es nicht. Oder dass Isa sagt a.s. Das gibt es nur im Islam. Warum? Ja, weil es das letzte Buch ist. Das heißt, Allah azza wa jalla hat diese Sicherheitsmaßnahmen bestimmt. Warum? Ja, weil das letzte Buch ist. Wir brauchen Sicherheit, dass wirklich Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Warum? Weil es kein Update gibt. Warum hat er das nicht gemacht, subhanahu wa ta'ala, bei der Tora? Ja, weil die Tora sowieso nicht mehr bindend sein wird in der Zukunft. Ayah 92. Euer Gesandter, also Musa alaihi salam, kam mit deutlichen Beweisen seiner Glaubwürdigkeit zu euch. Doch dann nahmt ihr, während er sich mit seinem Herrn traf, das Kalb zum Gegenstand der Anbetung und tatet damit Unrecht. Also Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier die Geschichte, dass die Kinder Israels, als Musa alaihi salam einen Termin hatte mit Allah subhanahu wa ta'ala, haben sie ja das Kalb dann angebetet. As-Samiri, ja, hat ihnen das verschönert und hat sie aufgerufen, wie Allah Azza wa Jalla in Surat Taha erwähnt hat. Und das hier erinnert Allah Azza wa Jalla ihn, die Kinder Israels, daran. Und hier wieder die Wortwahl. Was sagt Allah Azza wa Jalla? Euer Gesandter Moses kam mit deutlichen Beweisen seiner Glaubwürdigkeit zu euch. Doch dann nahmt ihr, wen spricht denn Allah jetzt an? Also zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren es doch die Juden, die medinensischen Juden. Haben sie das Kalb angebetet? Nein, es waren ihre Vorfahren. Warum spricht Allah aber sie an? Dann nahmt ihr, weil das eine Folge ist. Um zu erklären, so wie du sein wirst, das wird einen Einfluss haben auf die Kinder und die Enkelkinder und so weiter und so fort. Natürlich gibt es Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen. Aber du musst wissen, du möchtest, dass deine Kinder gesegnet sind, sei du rechtschaffen. Du möchtest, dass deine Enkelkinder rechtschaffen sind, sei du rechtschaffen. Und erinnert euch daran, als wir mit euch den Bund schlossen, dass ihr Moses a.s. folgen solltet und wir, um euch Furcht einzuflößen, den Berg sich über euch erheben ließen.
und sagten: Haltet mit aller Kraft fest an dem, was wir euch von der Tora gegeben haben, und hört darauf, sonst lassen wir den Berg auf euch fallen. Da sagten sie, wir hören, jedoch ohne verstehen zu wollen, aber wir widersetzen uns in unseren Taten. Aufgrund ihres Glaubens setzte sich die Liebe zum Kalb in ihren Herzen fest. Sag, o Gesandter Allahs, übel ist, was euer Glaube euch befiehlt, wenn ihr überhaupt etwas glaubt. Diese Ayah ist eine besondere. Allah subhanahu wa ta'ala erklärt hier, dass er ihnen gedroht hat. Er hat diesen Felsen emporgehoben, also das ist tatsächlich passiert, und hat ihnen gesagt: Entweder ihr hört auf oder ihr werdet zermalmt. Allah azza wa jal wird diesen Felsen auf euch werfen. Also so eine gewaltige Drohung. Was sagen sie dann? Wir hören, gehorchen aber nicht. A'udhu billah, a'udhu billah. Möge Allah uns davor bewahren. Dieses schlechte Benehmen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und noch einmal, nicht, dass jemand denkt: Oh ja, ja, diese Kinder Israels, oh, Allah musta'an. Was mit dir? Wie viele Ayat hast du gehört und du gehorchst nicht? Allah verbietet das oder gebietet das. Er verlangt das oder er möchte das nicht. Und du hörst oder hörst du nicht? Wie viele Ahadith hast du gehört? Wie viele Predigten hast du gehört? Wie viele Vorträge hast du gehört? Aber du gehorchst nicht. Du musst es ja nicht erst artikulieren. Ich höre, gehorche aber nicht. Im Arabischen sagen wir, es gibt die Rede der Zunge und die Rede der Taten. Deine Taten sprechen für sich, sagt man auch im Deutschen, oder nicht? Die Taten sprechen für sich. Das heißt, wenn du hörst, du sollst dies tun, du sollst dies nicht tun, aber du handelst nicht danach, bitteschön, dann gehörst du zu dieser Sorte von Menschen. Allah beschreibt sie: Aufgrund ihres Unglaubens setzte sich die Liebe zum Kalb in ihren Herzen fest. Das ist das Fatale an Sünde. Die Sucht. Was heißt das? وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. Möge Allah uns bewahren. Also das ist so richtig rein. Es fließt in ihrem Blut. Es wurde zu ihrer Persönlichkeit. Dieser Kufr. Und so ist es mit jeder Sünde. Wenn du eine Sünde leichtfertig tust und wiederholst, wirst du süchtig. Möge Allah uns vor der Sucht der Sünden befreien. 94. Sag, o Gesandter Allahs, wenn das Paradies, die Wohnstätte des Jenseits, bei Allah einzig euch Juden bestimmt ist, unter Ausschluss aller anderen Menschen, dann wünscht euch doch gleich den Tod, um den Strapazen des weltlichen Lebens zu entkommen, wenn ihr wirklich aufrichtig seid. Die Juden haben gesagt: Wir sind das auserwählte Volk. Nur wir kommen ins Paradies. Ihr seid alle schlecht. Und dann sagt Allah Azza wa Jal: Alles klar. Warum lebt ihr dann noch? Dann habt ihr doch Sehnsucht nach dem Jenseits, oder nicht? Was sagt Allah Azza wa Jal dann? Niemals aber werden sie ihn sich wünschen, den Tod. Aufgrund dessen, was sie taten, unter anderem die Leugnung des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und die Verfälschung der Tora. Allah aber kennt die Ungerechten. Das heißt, sie werden sich das nicht wünschen. Ein Muslim, liebe Geschwister, es gibt einen Hadith, aber der ist nicht authentisch. Aber die Bedeutung ist einigermaßen richtig. Tuhfatul Mu'min al-Maut. Das Geschenk des Gläubigen ist der Tod. Möge Allah uns ein gutes Ende geben. Stell dir mal vor, du kannst entscheiden, willst du leben oder willst du ins Paradies? Wer von uns würde sagen: Nö, ich will noch ein paar Jahre hier bleiben? Jeder von uns würde sagen: Ja Rabbi, das Paradies, oder nicht? Und deswegen die Propheten, die wurden ja immer zur Wahl gestellt oder vor die Wahl gestellt beim Sterben. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder Prophet soll entscheiden, willst du weiterleben, um natürlich zu Allah aufzurufen, nicht um diese Welt zu genießen. Es geht darum, willst du weiter machen als Prophet oder willst du zu Allah? Was haben sie da? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, was waren seine letzten Worte? Ar-Rafiq al-A'la. Bal ar-Rafiq al-A'la. Vielmehr der höchste Begleiter. Ich will also sterben. Ich will hier nicht bleiben. Warum? Also nochmal. Wer tauscht das Paradies aus mit dieser Dunya?
So, wenn ihr also, o ihr Juden, wenn ihr also sagt, ihr seid die Einzige, also ihr kommt ins Paradies, warum willst du dann noch leben? Also ist das auch noch einmal ein Gegenargument gegen ihre Einwände gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Dann erwähnt Allah azza wa jal eine Sache, eine weitere Sache, was den Glauben angeht und der bei den Juden damals falsch war. Sag, also o Gesandter Allahs, zu denjenigen Juden, die behaupten, Jibril sei ihr Feind unter den Engeln, weil er dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam offenbart, was ihnen missfällt. Wer Gabriel feindlich gesinnt ist, soll wissen, dass er, also Jibril, den Koran mit Erlaubnis Allahs in dein Herz hinabgesandt hat, bestätigend, was schon zuvor in der Tora und im Evangelium offenbart wurde, als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Gläubigen. Die Juden haben Jibril gehasst. Allah musta. Also, wie kann man einen Engel hassen? Warum? Ja, weil er zu Mohammed kam, alayhi salam. Der soll nicht zu ihm. Der soll zu einem israelitischen Menschen. Der soll ein Prophet werden. Und nicht ein Araber, also ein Sohn Ismails. Also haben sie ihn angefeindet und über ihn schlecht geredet. Also drohte ihnen Allah subhanahu wa ta'ala. Indem er eben sagte, wer Jibril alayhi salam feindlich gesinnt ist. Wie kannst du Jibril alayhi salam hassen, wobei er mit der Erlaubnis Allahs die schönsten Worte übermittelt hat? Er ist der Botschafter Allahs subhanahu wa ta'ala. Dann sagt Allah azza wa jal, Ayah 98, wer immer also ein Feind Allahs, seiner Engel, seiner Gesandten und Jibrils und Mikails ist, so ist Allah der Feind der Ungläubigen. Hier ist eine besondere Sache, so eine rhetorische Sache wieder. Allah erwähnt doch die Engel, oder nicht? Wer immer also ein Feind Allahs und seiner Engel. Engel. Warum erwähnt dann Allah Jibril? Jibril ist doch ein Engel und Mikael. Das ist eine rhetorische, ein rhetorisches Mittel, um die Stellung dieses Engels nochmal hervorzuheben. Das ist nicht irgendein Engel, das ist Jibril. Der beste Engel überhaupt. Und Mikael. Er gehört auch zu den wichtigsten Engeln, alayhima as-salam. Wir haben auf dich, o Gesandter Allahs, klare Zeichen hinabgesandt, deine Wahrhaftigkeit bestätigend, und nur die Frevler glauben nicht daran. Schauen wir uns mal, ich glaube, haben wir das nicht. Ja, Seite 106. In Tafsir al-Sa'di, zurück zu Vers 93. Und als wir mit euch ein Abkommen trafen und den Berg über euch emporhoben und zu euch sagten, haltet fest an dem, was wir euch gegeben haben, und hört, al-Sa'di sagt nun, hören im Sinne von Annahme, Gehorsam und Folgen. Sie sagten, wir hören, doch wir widersetzen uns. Dann seit 107, und zwar etwas der Satz vor dem letzten Abschnitt. Und zwar wegen der Aussage Allahs, dann wünscht euch den Tod. Das ist eine Art von Mubahalah zwischen ihnen und dem Gesandten. Fußnote 4. Mubahalah ist eine Bezeichnung dafür, dass zwei Parteien Allahs Fluch für den Lügner unter ihnen erflehen. Allah azza wa jalla erwähnt das in einer anderen Ayah. Wenn sie also nicht glauben, dann ruft, dann sag, mögen wir unsere Verwandten rufen, Frauen, Kinder und so weiter. Und wir sind auch dabei. Und ihr macht das genau. Und dann sagen wir, derjenige, der lügt, der möge verdammt sein. Das ist diese Mubahala. Oder auch diese Mula'ana ist bei, wenn ein Mann behauptet, seine Frau hatte Sinne gemacht. Ja, und dann wird gesagt, okay, jetzt müsst ihr schwören. Er schwört viermal, ich sage die Wahrheit. Und das fünfte Mal möge ich verdammt sein, wenn ich lüge. Und die Frau schwört viermal, nee, ich habe es nicht getan. Fünfte Mal möge ich verdammt sein, wenn ich lüge. Das nennt man Mula'ana, weil La'na, also Verdammnis. Man wünscht sich selbst die Verdammnis. Das macht nur jemand, der sicher ist, dass er die Wahrheit sagt.
Und deswegen sagt er, also wenn ihr euch, wenn ihr sagt, wenn das stimmen sollte, ihr kommt ins Paradies, bitteschön, dann wünscht euch den Tod. Machen wir Adhan, inshallah, nach Adhan machen wir dann noch weiter bis zur Iqama, inshallah. Tfadl. Alaykum salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammad Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Wir machen weiter mit Ayah 98. Hatten wir gerade, ne? 99. Wir haben auf dich, o Gesandte Allahs, klare Zeichen hinabgesandt, deine Wahrhaftigkeit bestätigend, und nur die Frevler glauben nicht daran. Dann sagt Allah Azza wa Jal, Ayah 100, ist es nicht so, dass jedes Mal, wenn die Juden ein Bündnis mit Allah eingingen, ein Teil von ihnen es verwarf? Die meisten von ihnen glauben ja nicht. Also, das ist in der Geschichte des Judentums immer so gewesen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie sich nicht an diese Abmachungen mit ihren Propheten gehalten haben. 101, und als nun ein Gesandter, also Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entsandt von Allah, zu ihnen kam, um das zu bestätigen, was sich schon bei ihnen in der Tora über Muhammad sallallahu alaihi wasallam befand, warf ein Teil derer, die die Schrift besitzen, Allahs Schrift achtlos hinter ihre Rücken, als ob sie keinerlei Wissen hätten. Also sie haben so getan, als ob sie von nichts wissen. Das heißt, Allah azza wa jalla sagt, jetzt kam ein Gesandter, aber sie haben ihn nicht akzeptiert. Die nächste Ayah 102, und sie folgten dem, was die Satane an Lügen über die Herrschaft Salomons, also Sulaiman alaihi salam, verbreiteten, nämlich, dass Sulaiman alaihi salam seine Herrschaft durch Zauberei gefestigt habe. Halten wir mal hier inne. Und zwar, die Juden behaupten, Sulaiman alaihi salam, wie konnte er mit Tieren reden, mit den Dschinn und so weiter und so fort? Durch Magie. Durch Zauberei. Und das ist natürlich falsch. Und deswegen verteidigt hier Allah Azza wa Jal den edlen Gesandten Sulaiman alaihi salam. Aber es war nicht Salomon, der aufgrund von Zauberei ungläubig war. Und das zeigt also, dass Zauberei Kufr ist. Sondern es waren die Satane, da sie die Menschen die Zauberei lehrten, nämlich das, was auf die beiden Engel in Babel, Harut und Marut, als Prüfung für die Menschen herabgesandt worden war. Was haben die Shayatin gemacht? Die Shayatin, die haben entweder ein Zauberbuch
unter dem Thron von Suleiman gelegt. Und als Suleiman gestorben ist, also keiner konnte an diesen Thron ran. Und ihr wisst ja, wie er gestorben ist. Also er saß auf seinem Thron und Allah Azza wa Jal sagte, nur dieses Dingens da, was Holz nagt und so, ja, so ein Insekt. Nur dadurch, dass er dann, er stützte sich, ja, und dann hat das Ding an diesem Holz genagt und er ist runtergefallen. Dann erst haben sie gemerkt, Suleiman ist tot. Ja. So, und dann haben sie geguckt, dann fanden sie ein Buch. Entweder, es ist ein Buch, wo Weisheiten niedergeschrieben wurden, ja, von Suleiman a.s. Und die Schayatin haben dazu irgendwas hinzugefügt, und zwar Magie, Aussprüche, Zaubersprüche und so weiter. Oder, das war kein Buch von Suleiman, sondern die Schayatin haben ein Zauberbuch dorthin gelegt. Also entweder nochmal, Suleimans Buch wurde gefälscht, oder es war gar nicht Suleimans Buch, ein Zauberbuch. Wie dem auch sei, dann haben die Schayatin gesagt, bitteschön, seht ihr, Suleiman hat uns so regiert und er konnte über uns durch Zauberei herrschen. Das ist welche Version? Die Version bei den Juden. Und Allah Azza wa Jalla sagt, nein, Suleiman begeht kein Kufr. Und das zeigt nochmal, Magie und Zauberei ist Kufr. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, wer zu einem Magier, zu einem Zauberer geht und ihm glaubt, der ist kein Muslim. Und wer zu einem Zauberer geht, ich will einfach nur mal Zeit vertreiben, ich glaube den nicht, aber ich möchte einfach nur mal sehen, dem wird 40 Tage lang das Gebet nicht belohnt. Der muss beten, der hat keinen Urlaub, ja? Der muss beten, aber ohne einen Lohn zu bekommen. Und deswegen sämtliche Videos oder so darfst du dir nicht anschauen, wenn da steht, ja, guck mal hier, der Zauberer der, und so weiter und so fort, darfst du dir nicht anschauen. Auf jeden Fall, Allah sagt nun, wie kam es überhaupt zu dieser Zauberei? Und zwar hat Allah Harut und Marut, und das sind zwei Engel. Es gibt unterschiedliche Ansichten, aber das ist wohl die richtigere, dass es tatsächlich Engel waren. Und es waren keine gefallenen Engel. Einige sagen, es war ein gefallener Engel ist was? Ein Engel, der sündigt. Allah Azza wa Jalla sagt, sie sündigen nicht. Wie sollen sie dann sündigende Engel sein? Sondern, und es waren auch keine Menschen. Es waren auch keine Menschen, sondern es sind Engel. Ja, aber wie Engel und dann machen die Zauberei? Sie haben was gemacht? Wie geht es hier weiter? Sie unterwiesen aber niemanden, ohne zuvor zu warnen, siehe, wir sind nur eine Versuchung, so werde nicht ungläubig, indem du die Zauberei praktizierst. Ich mache immer dieses Beispiel, wenn jetzt ein Feuerwehrmann kommt und dir zeigt, wie ein Ofen brennen kann. Guck mal, wenn du das hier machst, die Platte lässt und so, guck mal, bumm, zack, es brennt jetzt. Zeigt er dir das, dass du es machst? Oder zeigt er dir das, guck mal, da musst du aufpassen. Lass nicht Plastik auf dem Herd oder die Mikrowelle, mach nicht dies oder das. Er zeigt dir das, damit du es nicht tust. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, vielen Dank, Herr Feuerwehrmann, und ich jag jetzt meine Wohnung in die Luft, ist der Feuerwehrmann schuld? Er ist doch nicht schuld jetzt daran. Er hat dir doch nicht das gezeigt, damit du deine Wohnung verbrennst. Sondern er zeigte, Achtung, das sind Gefahren. Und so war das bei Harut und Marut. Sie haben ihnen gesagt, guckt mal, seht ihr das? Das nennt sich Zauberei. Zauberei, das ist Kufr, dürft ihr nicht machen. Da kamen Leute und haben gesagt, vielen Dank, das machen wir. Das ist das Problem. Also Allah subhanahu wa ta'ala schickte diese Engel, um die Leute zu warnen. So lernten sie unter anderem von den beiden, wie man Ehegatten durch Säen von Hass auseinanderbringt. Doch die Zauberer können damit niemanden Schaden zufügen, es sei denn mit Allahs Erlaubnis. Ja? Es gibt sehr viele Menschen, die haben richtige Paranoia vor den Zauberern. Mit dir ist Allah Jalla wa Ala. Du hast Surat al-Baqarah, du hast den ganzen Koran, du hast die Adhkar, du hast Al-Wudu, du hast das Gebet, Morgengebet in der Jama'a. Du hast ein ganzes Arsenal an Waffen gegen diese Zauberer. Also vertraue auf Allah Azza wa Jalla. Ja, es kann dich treffen. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wurde verzaubert. Das war ja Offenbarungsgrund der beiden Schutzsuren. Qul a'udhu bi rabbil falaq und Qul a'udhu bi rabbin nas. Warum wurde das überhaupt offenbart? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wurde
verzaubert. Und dieser Zauber, er hat im Traum gesehen, dass zwei Engel da sind, einer an seinem Kopf, einer an seinem Bein. Und der eine Engel sagt zum anderen, was ist mit dem? Also Rasul alayhi salatu wasalam. Da sagte der andere Engel, er wurde verzaubert. Der und der hat ihn verzaubert. Und dieser Zauber ist in einem Kamm, in einem Brunnen. Als nun der Prophet sallallahu alaihi wasallam Leute zu diesem Brunnen geschickt hat, hat er tatsächlich diesen Zauber gesehen und dann haben sie ihn begraben und, also diesen Zauber, und Rasul sallallahu alaihi wasallam bekam die Schutzsuren, Qul a'udhu rabbil falaq, Qul a'udhu rabbin nas. An dieser Stelle, inshallah, machen wir nach der Pause weiter. Also nach dem Gebet gibt es eine Pause bis 16:30 insha'Allahu ta'ala und dann geht es weiter. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.